Hier ist es mal gerade nicht so windig. Deswegen begrüße ich euch zum neuen Video. Heute ist der letzte Tag im Jahr 2021. Silvester. Bei euch ist wahrscheinlich schon Anfang Mai. Aber das ist mir völlig egal. Bei mir ist Silvester. Und ich bin draußen. Das Wetter, naja, es ist durchwachsen. Aber im Moment ist es noch trocken. Soll erst heute Nachmittag ein bisschen anfangen zu plättern. Macht aber nichts. Ich habe meinen Regenponcho dabei. Ist gerade richtig cool. Und ordentlich warm. Jetzt muss ich gerade mal die Kamera ausschalten. Da kam Fahrradfahrer. Naja. Wie gesagt, es ist warm. In Anführungsstrichen warm. Wir haben heute fast 18 Grad. Deswegen kann ich auch mitten im Winter im T-Shirt rumrennen. Ohne Jacke. Jacke habe ich hinten drin. Kommt auch nicht allzu oft vor. Das ist an Silvester frühlingshaft. Es frühsommerlich warm ist. Nicht schlecht. Ich hoffe, das geht so mit dem Ton. Es ist richtig windig. Erste Pause in meiner liebsten Schutzhütte. Aber hier werde ich nicht großartig was machen. Nur eben durchschnaufen. Und dann geht das weiter in Richtung Ostenfelde. Werde ich mal schauen, welchen Weg ich angehe. Bis dahin. Ja. Aber was fällt mir jetzt so ein am letzten Tag des Jahres? Was wünsche ich mir für 2022? Ein bisschen Videopuffer habe ich ja noch. Ich habe es ja schon angedeutet. Dieses Video seht ihr wahrscheinlich erst im Mai, Anfang Mai. Dann habt ihr noch etliche Videos aus 2021 gesehen von mir. Ich hoffe, ihr seid dann überhaupt noch dabei als Abonnenten. Denn ich bin ja dieses Jahr echt viel lokal hier unterwegs gewesen rund um Ennigerloh. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist für euch ein bisschen langweilig, immer das Gleiche zu sehen. Und ich habe auch nicht immer viel zu verkaufen. Ja, ja, war autotechnisch ein Scheißjahr für mich. Jetzt hat es Dark Angel oft genug erwischt mit irgendwelchen Gebrechen. Ihre Leisten-OP Anfang des Jahres, ja, im Frühjahr. Dann ihre Schilddrüsen-OP. Ende des Sommers, also da ging alles nicht so wie geplant. Wir wollten eigentlich viele, viele Touren machen. Außerhalb von Ennigerloh, außerhalb von Münsterland. Ja, scheiße, alles nichts geworden. Ja, und jetzt zum Jahresende hatte ich auch noch mal viel Stress. Ihr habt es ja gesehen in den Videos, in den letzten Videos. Da habe ich das ja schon mal angedeutet, dass ich viel Stress hatte und auch gar nicht die Zeit hatte, dann großartig zu filmen. Meistens waren das dann kurze Touren hier zu dieser ollen Hütte und dann wieder zurück. Ja, warum war das so? Ja, im November, da kam meine Mutter ins Krankenhaus mit Darmverschluss. Ganz akut. Das stand echt auf der Kippe, ob sie das überlebt, die OP. Weil sie hatte schon 3 schwere Bauch-OPs in der Vergangenheit erlebt. Da stand das wirklich auf der Kippe. Ja, mein Vater, der ist auch nicht mehr so fit. Der hat mittlerweile auch einen Pflegegrad. Ja, da musste ich viel aushelfen. Ja, und dann zu Hause. Ihr wisst ja, Dark Angel ist auch nicht so fit, wie sie sein soll in ihrem Alter. Da musste ich halt auch viele Dinge übernehmen im Haushalt. Aber an rausgehen, nicht zu denken. Und erst recht nicht an schöne Touren filmen. Ja, wenn ihr das seht, habe ich ja gesagt, ist Anfang Mai, dann hoffe ich mal, ich habe Dark Angel bis dahin wieder einigermaßen fit gekriegt. Und ja, meine Eltern sind auch wieder fit. Hoffe ich zumindest. In die Zukunft kann ich ja nicht sehen, aber ich denke mal, die kommen alleine klar in 2022. Und jetzt im Sommer, beziehungsweise im kommenden Sommer, den ihr dann jetzt bevorstehen habt,
hoffe ich auf schöne Touren unsererseits für euch. Mal schauen, was da so kommt. Ich hoffe, ihr seid mir treu geblieben in der Zeit, wo es jetzt nicht ganz so super tolle Videos zu sehen gab. Ich hoffe auch, ihr bleibt mir weiterhin treu, mir und Dark Angel und mir. Ja, mal schauen, was 2022 outdoor-mäßig für mich und meine Frau bereithält. Die Durchfahrt nach Oel ist immer noch gesperrt, obwohl da jetzt einer kommt, aber der kommt wahrscheinlich da hinten aus den Bauernschaften. Von Ennigerloh nach Oel geht es im Moment nicht. Da wird die Bahnunterführung verändert. Ja, ist schon, glaube ich, ein Dreivierteljahr gesperrt. Dauert wahrscheinlich auch noch was, bis das mal wieder freigegeben ist da hinten. Ja, die Autos, die da jetzt herfahren, die wollen aber wahrscheinlich zu den umliegenden Bauernhöfen hin oder so. Was weiß ich. Ist mir auch egal. Da versucht doch tatsächlich die Sonne rauszukommen. Ist ja interessant. Ich glaube aber nicht, dass die Sonne das schafft. Die dicken Wolken hier dauerhaft zu durchbrechen. Naja, das muss mal überraschen. Beziehungsweise lasse ich mich mal überraschen. Ich habe die Kamera schon eine ganze Weile nicht rausgehabt, weil hier gibt es auch nichts zu sehen. Ich renne hier an der Straße entlang. Habe ich euch auch schon tausendmal gezeigt. Hier ist einfach nichts Interessantes zu filmen. Was soll ich euch hier zeigen? Und rumlabern ist, glaube ich, auch nicht so interessant. Ja, ich suche mir jetzt nochmal ein Hütchen. Und dann gibt es da erstmal was zu futtern. So, alle. Rein in die gute Stube. Bisschen dunkel, aber schön bewachsen. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Hier bin ich ordentlich windgeschützt. Hier kann ich jetzt meine Mittagspause machen. Heute gibt es nichts Kompliziertes, nur eine 5-Minuten-Terrine, aber nicht schlecht, denke ich mal. Schon lange nicht mehr gemacht. War hier jede Menge Spinnengewebe. Also hier würde sich Dark Angel nicht so wohl fühlen, glaube ich. Nee, die würde hier schreiend rauslaufen. So achtbeinige. So, Lalle, habe ich mich erstmal hingepflanzt und benutze die Bank jetzt hier als Tisch. Da habe ich es relativ bequem. Ich kann auf meinem Stuhl hocken, wenn ich heute mal wieder dabei habe. Deswegen habe ich heute meinen Savotta wieder mit dabei. Ich habe heute ein bisschen mehr Zeug dabei als sonst. Naja, auf jeden Fall, ich habe ein neues Kochset, Komplettset von Esbit. Spirituskocher mit Edelstahltöpfen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, auch off-cam. Ich bin ganz angetan von dem Teil. Kleiner Topf, den man auch als Deckel benutzen kann. Habe ich meinen Kamm hier mit dabei. Den Esbit-Kocher, den habe ich jetzt erstmal eingemottet. Weil mein Trang ja funktioniert ja noch. Warum soll ich den nicht nutzen damit? Der Edelstahltopf hat eine Markierung. Kann man sehen, von innen und auch von außen. Maximal 750 Milliliter. Ist da sinnvoll? Ja, eigentlich geht da mehr rein. Irgendwie was um 900, aber dann bis auf der Oberkante. Das ist dann, glaube ich, nicht mehr so sinnvoll. Aber 750 Milliliter, da kannst du noch drin umrühren. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Naja, wie gesagt, ich bin da ganz angetan von. Das könnte sogar mein Feldbecher den Rang ablaufen. Zumal da kannst du auch besser dran umrühren, ne? Als in dem ollen Feldbecher. So, ich mache mich jetzt hier soweit fertig und dann hole ich euch gleich wieder.
Fertigfrost sieht. Heißes Wasser habe ich drauf gekippt. Heute gibt es Pasta Snack Bolognese. Der Hunger treibt es rein, der Ekel hält es unten oder so. Ne? Ja, es hat gut funktioniert. Hier in der Hütte ist eh windstill. Zur Not habe ich noch ein bisschen Alufolie da in den Kocherstand reingeknallt. Ja, der ist halt schon windanfällig, ne? So viele Löcher wie der hat. Aber nicht schlecht, muss ich schon sagen. Darf ich wieder Werbung einblenden, ne? Weil ich mich ja begeistert davon gezeigt habe. Naja, egal. Lebe ich wie die Morde im Speck. Gibt es noch Käffchen und dann geht's weiter. Genau. So, jetzt hat es leicht zu regnen angefangen. Ich muss dich jetzt mal überlegen. Soll ich den Regenponcho anziehen oder nicht? Ja, so stark, dass es den Regenponcho erfordert, ist es jetzt noch nicht. Aber ich guck mal, dass ich meinen Rucksack so packe, dass ich an den Regenponcho schnell dran komme. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Habe ich jetzt gemacht. Ich komme jetzt ruckzuck an meinen Regenponcho dran, ohne da großartig rumkramen zu müssen. In der Zwischenzeit hat es sich auch wieder ein bisschen beruhigt. Ich sage, es hat nur leicht getröpfelt, aber es kann sein, dass da noch ein bisschen mehr runterkommt. Aber da habe ich ja jetzt vorgesorgt, also kann ich jetzt weiter marschieren. Eigentlich wollte ich in diese Richtung, aber ich glaube, ich nehme mal den kürzeren Weg. Ist, glaube ich, besser. So, liebe Leute, jetzt habe ich mich hier ein bisschen durch den Regen gekämpft, dann noch ein bisschen angefangen zu regnen. Es wird immer windiger, das auch. Jetzt habe ich mich hier noch in diese Bushaltestelle verzogen, um euch eben noch auf Wiedersehen zu sagen, weil da hinten ist weniger los, da wird auch nicht mehr viel passieren. Ich gehe jetzt hier an der Landstraße entlang, da wird nicht mehr viel Schönes zu sehen sein und mein dummes Gelaber müsst ihr jetzt auch nicht mehr hören. Deswegen würde ich sagen, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt mir treu. Darksider over and out.